Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr im Titel schon gesehen habt, gibt es heute das Glossybox Unboxing. Perfectly Imperfect ist diese Box und wir packen sie direkt aus. Ich habe noch nicht reingeschaut, wir machen das zusammen. Oh, von innen befindet sich als erstes hier so ein Spiegel, sehr interessant. Dann finde ich hier noch ein paar Aufkleber. Du bist zauberschön, Self-Love, sowas. Genau, das ist der erste Blick in die Box. Die mache ich jetzt einmal auf. Hier können wir den QR-Code scannen, um zu gucken, was es sonst noch in der Box gibt und um ein paar Infos zu bekommen. So, und ich fange mal an mit dem ersten Produkt. Und zwar habe ich da von Trackle Moon Wild Cherry Magic. Zauberhafte Pflegeglück Handcreme. Genau, mit Wildkirschduft. Das ist das Produkt einmal, finde ich sehr interessant. Ich schnupper mal dran. Oh, das riecht richtig gut. Ich bin ja absoluter Kirschmensch vom Geduft. So. Und das riecht ein bisschen künstlich, finde ich, auf jeden Fall. Aber geil. Also wie diese Lollis, diese kleinen. Wisst ihr, was ich meine? Diese günstigen Lollis, die es früher mal gab. Oh, danach riecht das ja. Finde ich gut. Dann habe ich als nächstes von Naobai Natural and Organic Face and Body Mist Tropical Aroma Gesicht und Körper. Genau, das ist wahrscheinlich so ein bisschen so ein Spray, wartet, um sich zu erfrischen, was ein bisschen gut riecht, denke ich mal. Ist für den Sommer vielleicht ganz cool, wenn sich zwischendurch einfach mal ein bisschen was ins Gesicht sprühen mag. Komm, ich glaube, ich mache das einfach mal. Wir testen jetzt. Ich schüttel das mal. Da kommt ganz schön viel. Oh Gott. Ja, fürs Gesicht ist vielleicht nicht ganz optimal. Denn es kommt da ganz schön rausgeschossen. Also man hat wirklich komplett Wasserflecken im Gesicht. Aber es riecht gut. Es riecht angenehm, ganz leicht. Also ein anderer würde jetzt, glaube ich, nicht so viel von riechen. Aber ich glaube, es ist einfach ganz schön, wie gesagt, um sich einfach so ein bisschen zu erfrischen. Und das kann ich hier oben echt ganz gut gebrauchen, weil, wie gesagt, ich bin ja oben noch am Renovieren und das ist jetzt das Zimmer meines Sohnes, wo ich drin sitze. Und hier oben ist es so warm. Es sind heute, wie viel Grad sind es heute? 35 Grad oder so. Und hier oben ist es so warm. Das bleibt hier stehen. Finde ich gut. Dann geht's weiter mit Hydrofugal. Oh Gott, ich habe eine Sprachstörung, glaube ich. Pforte über Nacht, sich aufbauender Langzeitschutz für den Tag. Antitranspirant, so sieht das Ganze aus. Hydrofugal finde ich eigentlich ganz gut tatsächlich. Ja, ich glaube, das werde ich mal ausprobieren. Das stelle ich erstmal in den Schrank, weil ich habe tatsächlich etwas, was ich immer nach dem Duschen benutze. Und ich dusche immer abends, wisst ihr? Und dann benutze ich immer so ein Creme-Deo, beziehungsweise so ein Deo-Stick in Cremeform. Ihr wisst, was ich meine. Und wenn das leer ist, könnte ich mir dieses dafür dann vorstellen. Werde ich auf jeden Fall testen. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht, weil ich die Marke mag. Dann habe ich hier von Bayer, Lost Paradise Ananas Tonka. Das ist ein Body Scrub. So, also ein Peeling für den Körper. Finde ich sehr interessant. Das hat wie viel? 70 Gramm. Wow. Das riecht richtig gut. Boah, das riecht auch echt intensiv. Aber ich liebe auch Ananas vor allem. Also geil. Das werde ich auf jeden Fall benutzen. Ist jetzt halt nicht so viel leider von der Menge, aber bestimmt trotzdem teuer, gehe ich von aus. Finde ich aber cool, das in der Box zu haben. Sehr, sehr gut. Also bis jetzt gefällt mir die Glossybox sehr gut, muss ich sagen. Hier muss ich kurz einmal was auspacken. Und zwar von CAT London Sweet Kiss Illuminating Blusher. So sieht die Verpackung aus. Dann mache ich das Ganze einmal auf. Und so sieht das gute Stück aus. Es ist wirklich mit sehr viel Goldpigmenten drin, Goldschimmer. Ich kann euch den einmal swatchen. So sieht der auf dem Finger aus. Kam bestimmt auch gut auf dem Augenlid verwenden, aber den werde ich auf jeden Fall behalten. Finde ich super interessant.
Wow, die Pigmentierung, wow, krass. Guck mal, wie sich dich das verblendet. Ja, das geht wohl, aber man muss, glaube ich, diesen Goldschimmer nachher mögen. Muss man dann sehen, wie das auf der Haut aussieht. Ich glaube, für mich ist es schon was, aber ich glaube, das ist nicht für jeden was. Aber bisher muss ich sagen, gefällt mir das doch alles. Es ist alles nach meinem Geschmack. Das ist selten in der Box. Also wirklich, ich rede das jetzt nicht einfach nur schön. Es ist selten, dass ich wirklich mit jedem Produkt was anfangen kann aus der Box. Aber hier ist es definitiv der Fall. Ich denke, davon werde ich nichts weggeben. Höchstens wäre es die Handcreme, weil ich so viel Handcreme habe und selten Handcreme benutze. Aber da die so gut riecht, will ich eigentlich auch die nicht weggeben. Okay. Wartet mal. Hier ist etwas von Manifix drin. Und wenn ihr meine Hauls gesehen habt, wisst ihr, dass ich bei Manifix des Öfteren schon bestellt habe. Auch genauso bei Do Nails, bei Neo Nail, bei Manicu. Genau, und hier ist einmal eine Glasnagelfeile drin. Ganz in Ordnung, braucht man jetzt nicht, aber. Und hier drin ist ein Gutschein. Genau, die Verpackung ist an sich leer, da war jetzt die Nagelfolie drin. Hinten steht das nämlich auch drauf. Und UV-Nagelfolie, bla 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 bla. Einmal UV-Nagelfolie für 18,90 € gratis. Scan mich jetzt. Genau, ich glaube, dann muss man nur die Versandkosten selbst übernehmen. Okay, finde ich in Ordnung. Aber ich denke halt, dass man sich dann vermutlich eine Farbe aussuchen kann. Und das wäre natürlich richtig cool, weil man trifft ja nie den Geschmack von jedem. Und wenn man sich dann aus, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, vielleicht gibt es auch nur sechs zur Auswahl oder so, aber wenn man sich davon dann eine spezielle Farbe aussuchen kann, ist das natürlich super. Sind Nagelfolien was für jeden? Nein. Bestimmt auch nicht. Für mich tatsächlich perfekt, weil ich trage Nagelfolie momentan nur noch. Deswegen macht mir das eine Riesenfreude. Da freue ich mich am meisten drüber. Also über das, den Blush und das Peeling. Das sind meine drei Favoriten. Der Rest ist aber auch in Ordnung. Finde ich auch auf jeden Fall nicht schlecht. Es gibt jetzt nichts, was mir nicht gefällt. Ja, so viel zu dem Thema. Das war die Box. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video, auch wenn es nur ein kurzes Unboxing war. Schreibt mir gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!